Schweren Schrittes kam Rolf-Jürgen Otto heute Mittag zur Verkündung der DFB-Entscheidung. Zur Pressekonferenz hatte er mitgebracht, was bei Dynamo noch Arme und Beine hat. Neben den Trainern Minge und Sammer sowie Kapitän Rath war auch das Präsidium komplett versammelt. Vizepräsident Burmeister verkündete, was der DFB-Vorstand beschlossen hatte. Erstens, die Beschwerde wird zurückgewiesen. Zweitens, der erste FC Dynamo Dresden erhält für die Spielzeit 95-96 keine Lizenz. Drittens, die Entscheidung ist endgültig. Dabei schien noch vor 3 Tagen die Dynamo-Welt in Ordnung. Dieter Burmeister hatte kräftig in seinen Geldkoffer gelangt. Das Präsidium war nicht unzufrieden aus der Anhörung gekommen. Und nach dem Jubel am Tag danach beim Schalke-Spiel gab sich der Präsident optimistisch. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ich am Montag weiß, dass ich in der zweiten Bundesliga spielen kann. Die Freude hielt sich bei ihm heute in Grenzen. Damit hatte wohl keiner gerechnet. Gut, ich persönlich bin sehr überrascht und sehr enttäuscht. Also aufgrund der vorliegenden Fakten war der Spielbetrieb für die zweite Bundesliga durch Dynamo Dresden abgesichert. Sodass wir davon ausgehen mussten eigentlich, dass man uns die Lizenz eigentlich nicht verweigern kann. War das Scheitern in zweiter Instanz wirklich eine Überraschung? Manch einen wundert es überhaupt nicht. Doch bislang wurde über Fehler und Auflagenverstöße der sonst ständig präsenten Dynamo-Führung kaum öffentlich diskutiert. Genau Bescheid weiß darüber nur der DFB. Auch über eine im Sommer 94 an eine Schweizer Firma gegangene Summe von 1,6 Millionen Mark für Transferrechte im kommenden Jahr, wie es heißt. Gesellschafter sollen neben Otto und Konrad auch Georg Rebmann, Chef des ehemaligen Dynamo-Werbepartners Sorath, sein. Dabei galt diese Verbindung seit August 93 als gelöst. Die Frage eines Journalisten nach dieser Firma beantwortete Konrad so. Sagen Sie mir das. Aus welchem Grund? Haben Sie einen Grund, mir das zu sagen? Sie sind ein Dreckschwein, ein Dreckschwein. Gehen Sie weg, Sie Scheune, Sie Dreckische. Mir so eine Frage zu stellen, so ein Schwein. Solange bei Dynamo keine wirkliche Aufarbeitung erfolgt, gibt es beim DFB wohl kaum noch eine Chance für den Verein. Es muss schon hart gearbeitet werden. Ein Verein kann sich auch nicht über einen Tag entschuldigen. Das dauert lange Jahre, aber mit entsprechenden Entschuldungskonzepten ist das sicher möglich. Wird das nicht geschafft, droht schon bald ein Konkursverfahren. Dann wird es diese Bilder aus dem Harbi-Stadion künftig nur noch in den Archiven geben.